Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2, Leute. Ja, wir sind hier in dieser komischen Fabrik und wollen uns die Automatik, den haben wir jetzt, wollen zu Angela Cross. Und ihr seht schon, ich habe 514.000 schon gefarbt, also schon ein Drittel, was wir für den Sternzeichen brauchen würden. Aber jetzt kommt das Aber, ich habe nämlich noch etwas zu erzählen. Ich habe mir gestern mal angeguckt, was denn der Sternzeichen so kann. Und ich muss sagen, ich war nicht begeistert davon. Ganz ehrlich, ich hole mir den Sternzeichen nicht. Der hat 4 Munition und kann so in die Luft schießen. Da werden so um einen rum so ganz viele Gegner gekillt. Finde ich jetzt nicht so effektiv, wenn man im Bossfight ist oder sowas. Und wenn so viele Gegner kommen, habe ich meine Türme und meine Lavapistole. Und da fand ich die Reader 2 deutlich besser, und da die auch preisgünstiger ist und das so unnormal lange dauert, habe ich mich für die Reader 2 entschieden. Die wird gekauft und im nächsten Part werden wir die Reader 2 dann haben. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumtrödel, machen wir jetzt hier mal weiter. Wir brauchen den Hypnomatik. Da ist er doch. So. Dieser Empfängerbot verfügt über einen Schussangriff. Drücke die Quadrattaste, um auf Gegner zu schießen. Drücke die Dreiecktaste, um den Roboter zu verlassen. Was muss ich jetzt hier machen? Ich muss mal gucken. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich hier machen muss. Das stirbt dann schon mal. Ist ja schon mal klar. Kacke eigentlich. So. Ja. Was muss man denn da machen? Ich verstehe das System nicht. Ach so! Das ist ein neuer gewesen. Ah, das ist ja nicht so toll eigentlich. Wir müssen uns mit den Bereichen beeilen. Wir sind schon endlich live. Also wir müssen von Roboter zu Roboter switchen. Ich komme mit der Steuerung von den Robotern nicht klar. Also einmal der. Jetzt hier hoch. Dann einmal der. Okay, super, das hat schon mal geklappt. Jetzt können wir hier als Ratchet nämlich weiter. Oh Gott. Gut, die machen aber gut Damage. Okay. Unbedingt, dass wir so eine Imba-Rüstung haben. Ist das eigentlich schon beachtlich? Das ist nicht allzu laut. Aber die kann gar nicht kalt sein, du hast eine dicke Rüstung an. So, was müssen wir hier machen? Das ist der neue. So, auch schon mal geguckt haben. Oh Gott, ja, ich hab's geschafft. Nice. Da unten ist jetzt alles unter Wasser stehen und unser Nanotech-Level ist gestiegen. Falls ihr euch fragt, wieso ich so viele Nanotech neu dazu bekommen habe, das liegt, ist ganz einfach deswegen, weil ich auf dem Planeten Jabba dieses komische Nanotech-Teil, was da hinter dieser Glasscheibe war, gefunden habe. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Wie könnte man nochmal das Ding aktivieren? Also. Wo müssen wir hin? So, hier anscheinend. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch in dem Part. Weil so viel habe ich jetzt hier eigentlich nicht mehr eingeplant. Also das ist jetzt eigentlich das Letzte, auch was wir machen können. An die Oberfläche zurückkehren. Okay, da sollten wir Angela jetzt treffen. Denke ich mir mal.
Also natürlich auch wieder Protopets. Ah, ich muss wieder meinen Clip ändern. So einmal hier und was hat hier? Keine Ahnung. Bin ich jetzt? Ja, hier hinten. Okay, gut. Hey, cooles Haus. Ja, das ist ein kleiner Überrest meines früheren Lebens. Wurdest du wiedergeboren? Nein, nein. Meine Zeit bei Megacorp. Die Bezahlung dort ist wirklich nicht übel. Ja. Jetzt haben wir deinen Ausweis, aber wie stoppen wir das Protopad? Passt auf. Mami, wo kommen die Protopads her? Natürlich von Megacorp, mein Schatz. Stimmt, genau. Alle Protopads der Galaxie kommen direkt von hier. Aus unserer Fabrik. Ihr kleiner Freund geht aus dem Original-Protopad hervor. Jedes Protopad erhält seinen eigenen Namen und seine eigene Geburtsurkunde. Unser Dressursystem macht Ihr Protopad zu einem tollen Freund, der Ihnen für immer erhalten bleibt. Wenn Ihr Kind also mal wieder fragt, Mami, wo kommen die Protopads her? Dann kennen Sie die Antwort. Sie kommen von Megacorp. In der Fabrik werden mit dem Original-Protopad alle anderen produziert. So sieht's aus. Wenn wir das Original-Protopad erledigen, war's das. Endgültig. 20% Rabatt auf eine Reparatur in der Öloase? Ups. falsche Karte. Die hier deaktiviert die Tür zur Protopad-Duplikationszone. Wir treffen uns dort. Sollen wir uns wirklich trennen? Megacorps Orbit-Abwehr ist hart. Mit 2 Schiffen haben wir die Chance, dass wenigstens 1 durchkommt. Gute Idee, aber pass auf dich auf. Ja. Jedil, ja, so schnell hätte ich das gar nicht erwartet. Jedil ist der Boss-Battle-Planet, aber da wollen wir erst hin. Oh, Raritanium kann man hier wieder sammeln. Naja, unser Schiff. Oh, aber wie sich das angehört hat, müssen wir zuerst in Orbit. Oh Gott, ey. Das ist eine Scheiße. Oh. Also ganz ehrlich, ey, hier würde ich nie freiwillig Raritanium fahren. Warum kann sich das Schiff auch nicht wehren? Okay, Gott, ey. Wie die abfacken. So. Also, ich guck mal, ob das wirklich Yeldil Orbit ist. Yeldil, Yedil. Also, zum Bossfight wird es hundertprozentig noch nicht kommen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wenn doch, ist das ziemlich kacke. Aber wir haben ja mindestens unsere Rüstung. Aber ich denke nicht, dass jetzt schon der Bossfight kommen wird. Außer, da ist jetzt der Planet abgebildet. Breche ins Megacorp-Hauptquartier ein. Ja, das sieht mir nicht nach Orbit aus. Protopad-Fabrik. Ja, dann machen wir das anders. Ja, Leute, dann ist das heute ein ziemlich kurzer Part. Das wusste ich jetzt nicht, dass das nur so eine kurze Sache ist. Ich hatte mich eigentlich auf mehr eingestellt. Aber naja, okay. Dann sehen wir uns dann im nächsten Part mit der Reader 2 an dem letzten Level auf dem Planeten Jedi von Ratchet & Clank 2. Freut euch drauf. Ciao. Checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut over basement tracks with rap stack. Got you backing this up like rewind.